Willkommen bei Horse Club Adventures auf der Nintendo Switch. Wir bekommen unsere erste Reitstunde und dazu müssen wir aber erstmal dahin reiten. Und wir haben beim letzten Mal gemerkt, dass wir uns hier noch nicht so ganz gut auskennen, aber ich bin guter Dinge, dass wir das auch schnell hinbekommen. Aber ich möchte irgendwann mal anfangen, alles zu erkunden. Ich hoffe, ich bekomme die Möglichkeit oder ich muss das so neben den Missionen machen. Das werde ich noch herausfinden, ob dann vielleicht am Ende des Tages, sage ich mal, gesagt wird, so, ich übertreibe jetzt mal. Jetzt hast du frei, jetzt kannst du machen, was du willst, so in etwa. Und dann ist vielleicht die Zeit da, die Gegend ein wenig zu erkunden. Wir werden sehen. So, wo ist denn der Gute? Hallo. Wo steht er denn? Ach, da. Sprich mit Mr. Kramer. Hallo. Also hier ist mir auch nicht. Konntet ihr sie in Lakeside finden? Bei den Apfelbäumen? Ah, zum Glück geht's dir gut. Okay, also bist du bereit für deine Reitstunde? Los geht's. Mach die Reitübungen und steige auf Avalon. Okay. Also ich soll vermutlich mal, ach du großer Gott. Das ist aber lang. Na gut, dann machen wir das. Wir dürfen nur nicht vergessen zu springen gleich. Erreiche das Ziel so schnell wie möglich, ohne einen Checkpoint auszulassen. Ja, ich werde es versuchen. Ach so, ich habe gedacht, ich müsste so drücken, aber ich muss im richtigen Moment drücken. Dann geht das Spiel automatisch auf Zeitlupe und dann denke ich mal. Ah ja, genau, okay. Also das Spiel wird dann ein bisschen langsamer und dann kommt dieser Balken, dann muss ich am besten im grünen Bereich drücken. Und, ja, ich habe gedacht, ich müsste mit der Sprungtaste selber drücken. Okay, haben wir begriffen. Ach, und dann gibt es auch noch Minussekunden dafür. Ah, okay. So kann man natürlich seine Zeit stetig verbessern. Man muss nur das Timing drin haben dann. Ja, man lernt ja hier noch kennen. Das ist ja jetzt auch bei dieser Aufnahme hier. Das ist zwar jetzt schon die, keine Ahnung, wievielte Folge, aber ich habe das Spiel jetzt quasi das erste Mal noch drin. Also, es ist jetzt gerade für mich auch erst ganz frisch, das Spiel. Minute 12. Ja, es geht natürlich besser, das wissen wir jetzt. Das war doch schon sehr gut und du und Avalon seid ein richtig tolles Team. Du kannst jederzeit hier zum Reitplatz zurückkehren und trainieren. Vergiss nicht, dass in 2 Wochen das große Rennen ist. Kehre zurück nach Lakeside. Aber ich kann den nicht trainieren, weil hier nichts mehr ist. Na gut, oder ist hier irgendwo eine Tafel? Dass ich dann so Art, Mission habe, dass ich nochmal draufklicken kann, weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich das nochmal reiten kann. Okay, ist auch egal jetzt. Wir werden jetzt hier weitermachen. Ich darf nur nicht vergessen, wie ich gerade schon erwähnt habe, es ist ja jetzt noch der erste Tag. Es ist Release-Datum. Und ich spiele jetzt schon eine Zeit lang und es macht mir echt viel Laune und ich will gleich aber nicht, oder ich muss gleich aber noch weg. Und ich darf das jetzt nur nicht vergessen hier. Durch meine ganze Euphorie hier. Ich habe manchmal das Gefühl, ich reite gar nicht so clever.
Da geht's lang. Ah, okay. Ja, manchmal weiß ich dann ungefähr, wo ich bin und manchmal habe ich keine Ahnung. Ich würde auch gerne noch mit der Frau Edith Jakob sprechen. Das ist ja eine Nebenmission. Die würde ich auch mal gern machen, so eine Nebenmission. Ach, ich möchte gerne so viele machen. Ich möchte hier alles entdecken und die Nebenmission machen und diese Koffer hier einsammeln. So, ich sammle die jetzt einfach mal ein. Wahrscheinlich sind das hier die Sammelgegenstände in dieser offenen Welt. Aber das wusste ich ja am Anfang nicht. Möchtest du heute noch reiten? So, und ich glaube, und jetzt können wir, glaube ich, ausreiten. Und das werden wir jetzt einfach mal tun. Klar, sag einfach Bescheid, wenn du für heute fertig bist. So, das bedeutet für uns, wir können jetzt Nebenmissionen machen oder uns die Gegend hier angucken. Und ich würde mal sagen, was ist das denn? Wir schauen mal, ob wir mit dieser guten Frau hier reden. Hallo Melody, haben deine Ferien gut angefangen. Das ist lieb von dir, dass du mir helfen möchtest. Ich suche nämlich nach bestimmten Gegenständen. Mit Avalon findest du sie bestimmt schneller als ich zu Fuß. Ich habe heute gleich eine große Bitte an dich. Ich vermisse seit gestern meinen Glückstein, den ich immer bei mir trage. Ich war in dem kleinen Wald bei der Schafweide spazieren und habe bei dem Steinkreis dort ein bisschen die Aussicht genossen. Ich glaube, dass ich meinen Glückstein dort verloren habe. Könntest du nachsehen? Ja, aber sicher, machen wir das doch. So, und jetzt machen wir mal unsere erste Nebenmission. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Und, also sollte man am besten das dann so machen. Ich finde das eigentlich auch sehr, sehr angenehm, so zu spielen. Man macht erst so die, ich sag mal, die. Oh, ich habe den falschen Fall angeguckt. Erst die Hauptquest, sage ich mal, den Haupterzählstrang. Und wenn dann der junge Mann fragt, ob wir noch ein bisschen reiten möchten oder ob es das dann war, dann können wir uns um den Rest kümmern. Ohne dass irgendwie der Tag sich den Ende neigt und so. Und das finde ich sehr, sehr gut. Sowas gefällt mir einfach. So ohne Druck und ohne alles zu spielen und, ja, ich glaube, ich werde dieses Spiel lieben. So, ich will reiten mal querfeldein, weil vielleicht entdecken wir noch das ein oder andere auf dem Weg dahin. Weil ich vermute mal, wie ich schon sagte, hier komme ich nicht runter, ne? Dass diese Koffer unsere Sammelgegenstände sind. Da komme ich nicht runter. Ich glaube, ich hätte auf dem Weg bleiben sollen. Oder? Ja, genau. Ich reite jetzt nochmal zurück. Ich muss auf dem Weg bleiben. Ich habe gedacht, ich käme da irgendwie runter. Aber, leider ist das nicht so. Na gut, dann bleiben wir hier auf dem Weg. So. Ich gucke immer so ein bisschen nach links und rechts in die Ferne und ob ich vielleicht noch irgendwo was sehe. Ich denke mal, das wird uns den so einen Bereich zeigen, der wieder abgegrenzt ist, dass da irgendwo das verlorene Sammelstück ist. Da war ein Schild, was ich jetzt noch nicht gelesen habe. Ach, hier haben wir so viel zu tun in diesem Spiel. Das wird großartig. Ich glaube, es wird einfach großartig. Vielleicht liegt hier noch so ein Koffer. Ist das ein Sattel? Darf ich den haben? Ich steig mal ganz kurz ab, ob ich den Sattel hier sammeln kann. Das wäre natürlich ein Träumchen. Nee, schade. Okay. Da unten, da ist auch ein Foto, eine Fotomöglichkeit. Ach, das ist ja so toll hier. So, jetzt muss ich mal schauen, wo ich jetzt hin muss, weil die beiden Zahlen sich natürlich überlappen. Das ist natürlich nicht so. Kann ich das nicht ausschalten? Oh. Dass ich hier darauf wechsle, dass ich dann nur noch. Ne, sehe ich dann nicht, okay.
Ich habe gedacht, ich würde dann nur den Pfeil da oben sehen, weil der Pfeil, der andere Pfeil, der... Ich muss dahin. Das Problem ist genau, weil ich es halt nicht sehe. Das ist ein bisschen unpraktisch. Ich muss dahin. Jetzt bin ich nämlich falsch geritten. Oh, erstmal reiten wir dahin. Da können wir ein Foto machen. So. Ich muss irgendwie dahin. Ich weiß noch nicht wo. Ich habe doch irgendwo eine Karte hier. Genau, ich denke mal. Kann ich das markieren? Nee, okay. Ah, ich muss also hier dahin. Und ich bin jetzt hier, kann das sein? Das heißt, ich müsste. Ja, ich kann auch hier hochreiten und dann hier so rum. Okay, dann machen wir das doch mal. Genau, ich gucke nach da und wir reiten jetzt hier hoch und dann. Genau, und dann. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Genau, hier war die Schaufelgeschichte, genau. Also das ist ein bisschen doof da oben an der Leiste, dass die beiden Zahlen sich quasi manchmal überlappen und man nicht deutlich sehen kann, wo man dann hin muss. Wäre nämlich schön gewesen, wenn man dann auf Nebenmissionen geklickt hätte, wenn dann dieser, ich nenne es mal, Hauptpfeil ausgegangen wäre. So, ich reite hier einfach mal weiter. Ich hoffe, ich bin gleich richtig. Ja, ich reite hier einfach mal. Bin ich hier richtig? Ah, ich bin da oben. Okay, ich reite jetzt immer weiter geradeaus. Ich wollte eigentlich hier abbiegen. Wo war denn diese Abbiegung gewesen? Okay, dann bin ich an der Abbiegung vorbeigeritten. Natürlich noch schön gewesen, wenn man sich so einen Marker hätte setzen können. Hätte ich mir an dieser Ecke diesen Markierungspunkt gesetzt. Hier hätte ich reingemusst. Da lang. Aber gut, sag mal, für meine Dummheit kann ja keiner was. So, und hier irgendwo ist der Stein. Da sehen wir, hier ist die Markierung. Und da liegt er, da funkelt er schon. Bring den Glückstein zurück. So, und jetzt gehen wir nochmal auf Karte. Genau, und dann am Kreisverkehr nenne ich das jetzt einfach mal. Reiten wir dann. Da müssen wir hin. Deswegen wäre schön, wenn man hier so eine Markierung hätte setzen können. Also nicht hier, aber wo ich jetzt hier unten war, hätte ich dann hier eine Markierung gesetzt. Dann wäre ich nämlich nicht hier hochgeritten. Okay, wir reiten jetzt. Ja, ich sag mal, wir reiten zum Kreisverkehr. Dann reiten wir hier durch und dann kommen wir automatisch. Oh, da ist noch ein Fotoplatz. Die versuchen wir natürlich auch alle zu finden. Ach, das Spiel wird so toll. Ich fühle es einfach. So, jetzt reiten wir hier lang. So, und dann bringen wir den Stein zurück und dann werden wir auch diesen Tag beenden. Da werden wir gucken, dass wir demnächst hier auch noch mal ein bisschen so ausreiten. Und ganz tolle Sachen machen. Ich würde mal gerne noch schauen. Ich muss jetzt. Genau, hier ist die Koppel. Ach so, da. Ich war jetzt falsch. Genau. Ah, ich muss jetzt hier einfach. Das ist auch ein Foto. Ah, da haben wir schon ein Foto gemacht. Also jetzt immer den Weg geradeaus. Und dann kommen wir dahin. Das kriegen wir hin. Also ich wollte was anderes gucken. Und zwar wollte ich dann wieder auf Hauptmission wechseln. Und dann müssen wir den guten aber natürlich noch füttern und
Futter und Wasser geben, dass wir am nächsten Tag auch unten so eine Ausdaueranzeige haben, so eine lange. Schön wäre auch gewesen, wenn ich so eine Schnellfunktion hätte, wie jetzt zum Beispiel der ZL-Knopf oder Y-Knopf, die sind ja nicht belegt. Ich drücke da drauf, die sind nicht belegt. Wenn ich da drauf die Karte gehabt hätte. Aber das sind ja alles nur Kleinigkeiten. Das ist ja jetzt nichts Spielentscheidendes, sage ich jetzt mal. Und dann bin ich mal gespannt mit dem Speichern. Ich habe nämlich gesehen, ich zeige das mal. Wenn man da oben auf Menü geht, dann hat man da unten A halten, speichern und zurück zum Menü. Das werde ich nämlich später machen, nach dieser Folge. Und dann mal sehen, wenn ich nächstes Mal zum Aufnehmen wiederkomme. Oh, ich muss hier hoch. Das Spiel auch dann da anfängt, wo ich aufgehört habe. Hallo. Du hast meinen Glückstein wiedergefunden. Dankeschön. Weißt du, ich bin zwar nicht abergläubisch, aber ein bisschen Glück kann man immer gebrauchen. Meine nächste Bitte ist etwas anderes. Diesmal sollst du nicht etwas für mich holen, sondern für mich ausliefern. Könntest du diesen Brief an Arthurs Briefkasten werfen? In Arthurs Briefkasten werfen. Also ich meine Mr. O'Neill. Was in dem Brief steht? Ach, so ein paar Zeilen unter alten Freunden. Und außerdem, dass Lakeside wieder eine Lieferung frischer Hafer braucht. Dass Lakeside wieder eine Lieferung frischen Hafer braucht. Ich habe schon so viel gelesen. Mein Gehirn versagt so langsam. Mr. O'Neill ist nämlich der Farmer hier und die Pferde mögen sein Hafer ganz besonders gern. Okay. Und ich würde sagen, das weiß ich ja nicht, wie viele Nebenmissionen es hier so gibt. Ich werde jetzt hier später mal speichern und dann mal sehen, ob ich beim nächsten Mal hier wieder anfange. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer MyGamingWorld81.